Der Juwelenraub. Ein Hörspiel-Krimi. Wir befinden uns an einem späten Nachmittag bei einem Juwelier in der Innenstadt. Eine ältere Frau betritt den Laden. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne eine Kette aus Gold und Diamanten kaufen. Ich könnte Ihnen eine schöne Kette zeigen. Einen Moment bitte. Die Verkäuferin holt eine Kette und gibt sie der Frau zum Anschauen. Während die Frau die Kette betrachtet, betritt ein Mann den Laden. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich habe es eilig. Was suchen Sie denn? Ich suche Ohrringe für meine Mutter. Hier sind ein paar schöne. Wenn Sie wollen, können Sie sich die Ohrringe mal angucken. Die Verkäuferin berät den Mann. Währenddessen steckt die alte Frau unauffällig die Kette in ihre Tasche und geht leise aus dem Geschäft. Der Mann ist der Komplize der Frau. Er verlässt kurz danach ebenfalls das Juweliergeschäft. Meine Kette, sie ist weg! Die Verkäuferin rennt raus und schaut, ob die Diebe noch da sind. Sie sieht sie allerdings nicht mehr. Daraufhin ruft sie die Polizei. Die Diebin hat sich als alte Frau verkleidet. In einem Theater spielt sie als Schauspielerin mit. Bevor das Theaterstück beginnt, schminkt sie sich ab und setzt ihre Perücke ab. Wer bist du, fremder Mann, verborgen in der Nacht, der du dich in meine Gedanken einmischt? An deinen Feind erinnert. Meine Ohren haben noch nicht 100 Worte von deinen Lippen aufgesogen, doch kenne ich den Klang. Bist du nicht Romeo? Sie schmuggelt einer anderen Darstellerin während des Theaterstücks eine Fälschung der Kette zu. In der Pause hören alle Darsteller Radio. Heute um 17.03 Uhr wurde in dem Juweliergeschäft in der Innenstadt eine sehr wertvolle Kette gestohlen. Der Findelohn beträgt 1 Million Euro. Boah, hast du das gehört? So viel Geld! Wie viel muss dann bloß die Kette kosten? Los Mädels, die Pause ist zu Ende. Es geht weiter mit dem Stück. Während des zweiten Teils des Stückes fällt der Darstellerin die Fälschung der Kette aus der Tasche. Ist das nicht die Kette, die geklaut wurde? Die Diebin ruft die Polizei. Die Polizei nimmt die Angeklagte und die eigentliche Diebin mit aufs Revier. Dort treffen sie auf die Verkäuferin. Nun findet das Verhör statt. Wo haben Sie sich während des Überfalls aufgehalten? Ich hatte eine Aufführung im Sternentheater. Gibt es Zeugen oder Beweise? Mein Freund hat mich gefilmt. Ich kann ihn anrufen und fragen, ob er mir das Video schicken kann. Hallo, Willi Steinert hier? Hallo Willi, kannst du mir bitte das Video von der Aufführung schicken? Klar, mach ich. Die Darstellerin zeigt den Polizisten das Video. Sie wird als unschuldig befunden. Währenddessen überprüft die Verkäuferin die Kette. Die Kette ist eine Fälschung. Die Diamanten sind aus Glas. Das passt zum Videobeweis. Es muss einen anderen Dieb geben. Die Diebin wird unruhig und verschwindet unauffällig vom Revier.
Das ist doch die Diebin. Ich habe sie an ihren Schuhen erkannt. Der eine Polizist springt auf und rennt hinter der Diebin her. Sie schafft es gerade noch rechtzeitig, in ihr Auto zu springen, wo ihr Komplize auf sie wartet. Der Polizist springt in seinen Streifenwagen und verfolgt das Auto. Im Auto der Diebin. Sie wissen, dass wir es waren. Fahr so schnell du kannst. Wird gemacht. Währenddessen im Streifenwagen. Zentrale, einmal bitte Verstärkung. Ein Streifenwagen und Helikopterunterstützung. Berolina 06, verstanden. Von vorne kommt ein Streifenwagen und ein Helikopter angeflogen. Der erste Streifenwagen stellt sich quer und der zweite ebenfalls. Die Verbrecher werden umzingelt. Im Auto der Verbrecher. Mist, die Bullen haben uns. Los, steig schnell aus und renn zu Fuß weiter. Ich spiele ihnen vor, dass ich die Kette habe. Trotz den Versuchen zu entkommen, werden sie beide verhaftet und die Kette wird gefunden und zurückgegeben. Ich brauche das Geld doch für meine Rente, wenn das Theaterspiel nicht mehr so gut läuft. Ich bekomme jetzt schon immer weniger Aufträge. Das gibt bestimmt 5 bis 7 Jahre Haftstrafe. Erzählerin in Szene 1 und Szene 3, Dayo Altwicker. Erzählerin in Szene 2 und Szene 4, Edda Wimsmeier. Diebin, Edda Decker. Komplize, Theaterchef und Willi Steinert, Tim Soddemann. Verkäuferin Samira Heiland. Darstellerin Paola. Polizist 1 Jan Bondarenko. Polizistin 2 und Moderatorin Janne Wimsmeier.